Headliner-Team Nummer 2 wird uns heute Abend erwarten. Ich mache eine kleine Prediction. Ihr könnt sie mitmachen unten in den Kommentaren. Wir starten rein. Let's go. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich euch zum zweiten Video des Tages. Ich habe es heute Morgen schon mal angesprochen, da ich morgen kein Video uploaden kann, machen wir heute einfach einen ganz entspannten Doppler-Upload. Thema heute Headliner, Team 2. Wir werden eine kleine Prediction raushauen. Ich habe mir ein paar Spieler rausgesucht und damit wollen wir eigentlich auch beginnen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Kuss geht an jeden Einzelnen raus. Video wird unterstützt durch Start Select und One Football. Denkt dran, Packs ziehen kann süchtig machen. Und nicht zu vergessen, denkt dran, heute kein Kooperationsvideo, bedeutet eine Community-Frage wird natürlich euch wieder erwarten. Ihr könnt das natürlich genauso dabei, oder ihr könnt dabei sein im Video. Ganz einfach auf Instagram folgen, Smaxi eingeben, dann müsstet ihr mich finden. Plus einfach eine Frage stellen, die aktuell ist, die ich sehr gut für viele beantworten könnte. Gehen wir rein in die ganze Sache. Als allererstes machen wir aber, bevor wir auf die Community-Frage eingehen, natürlich ganz entspannt die Prediction, die ich vorbereitet habe. Ich habe mich natürlich mal umgeschaut, wie sieht es denn aus? Ja, wie war es denn letztes Jahr? Wie ist es denn dieses Jahr? Und eins muss man sagen, im Gegensatz zum letzten Jahr ist es eigentlich völlig egal, welche Spieler kommen. Hauptsache, sie haben eine gute Hinrunde gespielt. Darum ging es. Es ging nicht darum, wie viele Informs sie hatten. Es ging nicht darum, wie viele Special-Karten die ganzen Karten hatten. Und es ging auch nicht darum, maximal 90er Rating. War alles nicht so eine Anforderung und deswegen habe ich mir ein paar Spieler rausgesucht, wo ich sagen muss, die könnten kommen, müssen aber nicht. Und wenn ihr andere Vorschläge habt, schreibt sie natürlich sehr gerne in die Kommentare. Wir fangen an mit dem allerersten Spieler und zwar ist das kein geringerer als Tammy Abraham. Hat eine überragende Hinrunde eigentlich für den FC Chelsea gespielt, hat zwei Inform-Karten, ja, unter anderem glaube, wir gehen mal ganz kurz rein, um die einfach mal anzuschauen. Das werde ich machen mit einem 84er Inform, der einen sehr, sehr gute Wert hat. Wird wahrscheinlich eine 85er Headliner-Karte werden, plus im 81er Inform. 85er Headliner würde klar gehen, gute Werte, gar keine Frage. Könnte man sagen, ja, geht auf jeden Fall klar. Machen wir weiter mit Spieler Nummer 2 und da wollte ich eigentlich erst den hier nehmen. Ja, Ciro Immobile hat drei Informs schon, hat glaube ich einen 87er, einen 88er und einen 89er Inform, hat überragende Hinrunde gespielt, darüber brauchen wir nicht reden, aber wenn mich nicht gar alles täuscht, ist das eine Europa League Weg ins Finale Karte. Bedeutet, diese Karte kann nicht kommen, weil sie schon dynamisch ist, also darauf habe ich geachtet. Sonst muss man wirklich sagen, definitiv, ja, diese Karte wäre auf jeden Fall möglich gewesen für einen Headliner. Kann aber nicht sein. Machen wir weiter mit dem nächsten Spieler, der in der Bundesliga natürlich sehr, sehr stark gespielt hat. Nach Lewandowski, Timo Werner, der beste Stürmer, muss man ja wirklich so sagen. Zwei POTMs, zwei Informs, 85er, 86er Rating. Könnte es sein, dass er eine 87er Karte bekommt. Wäre eine Möglichkeit, man muss aber dazu sagen, er hat ja schon einen 89er POTM. Ob der sich dann lohnt als Headliner-Karte, müsste man schauen. Aber RB Leipzig für Siege sollten, denke ich, mal drin sein. Ein weiterer deutscher Spieler, den ich mit reinnehmen möchte, ist einfach Marco Reus. Weil ich denke, das ist auf jeden Fall eine Karte, auch wenn er bis jetzt nur einen Inform hat, der sehr interessant werden könnte. Ja, gerade weil man sagen muss, er ist sehr, sehr beliebt, er wird teuer werden. Es ist auf jeden Fall ein Eyecatcher und dadurch werden vielleicht ein Stück weit mehr Packs gezogen. Genauso gehen wir davon aus, oder gehe ich davon aus, dass auch diese Karte kommen könnte. Und zwar Sergio Kun Agüero, auch eine überragende Hinrunde gespielt. Recordbreaker-Karte hat er mitbekommen. 90er Inform ist mit am Start, plus natürlich seine Champions League-Karte und Totti Nominee-Karte. Als 92er Headliner wäre es natürlich der Augenschmaus schlechthin. Auf dem Silvertablett sozusagen serviert und auch das würde natürlich viele Leute anregen dazu, Packs zu ziehen und Agüero, warum nicht? Müssen wir mal gucken, was mit den Preisen geschieht. Machen wir weiter mit der nächsten Karte, diesmal aber aus England und zwar ist das Jack Grealish, der natürlich sehr oft gesehen wurde beim Team of the Year, weil ja, der Inform wurde gefühlt 200.000 Mal gezogen, hat zwei Informkarten, zweimal linker Mittelfeldspieler, könnte mir aber auch gut vorstellen, dadurch, wenn wir jetzt mal auf ganz normale Karte gehen, dann sollten wir das auch mitbekommen, seine normale Karte ist ZOM, wäre ein Position Change, hat er ja jetzt in den zwei Informkarten mit dem Headliner, wäre die Position ZOM vielleicht zurück und wäre sogar nochmal ein Stück weit interessanter. Ja, weiter geht's mit der nächsten Karte, die ich sehr, sehr interessant finde und wo ich auch denke, dass sie gut und gerne kommen kann, ist Doucouré. Hat ja ein 81er normales oder normale Karte plus eben ein 84er Inform. Er ist 86er Headliner. Ja, das wäre auf jeden Fall schmackhaft und der würde, denke ich mal, auch nicht ganz so billig sein. Spielt bei Redford,
kann man mitnehmen. Gute Hinrunde gespielt, hat ja ordentlich getroffen jetzt in den letzten Spielen. Und apropos getroffen, beziehungsweise apropos OP, Mislav Orsic. Ja, da wird sogar gemunkelt, dass er sogar als Karte kommt, die man sich freispielen kann. Also wenn ihr da vielleicht euch schon mal ein paar Kroaten einsteckt, die vielleicht spielbar sind, könnt ihr den mitnehmen, weil diese Karte als Headliner mit einem 84er Rating, Halleluja, die wird richtig, richtig gut werden. Hashtag 99 Tempo oder was da auch immer auf uns zukommt. Orsic wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, könnte man mitnehmen. Des Weiteren, eine weitere Karte, die ich sehr, sehr stark finde aus der Bundesliga oder stark fand in der Hinrunde, ist Serge Gnabry. Hat einen POTM bekommen, hat eine Inform-Karte, auch der mit einem 87er Headliner. Ja, warum denn nicht? Ja, kann man mitnehmen. Weiter geht's. Ich habe mir hier eine kleine Liste geschrieben, deswegen gucke ich immer mal in die andere Richtung. Geht's weiter mit Steven Bergwijn. Auch der relativ frühzeitig zwei Infos bekommen. Einmal ZOM, einmal linker Flügel. Der als 87er Headliner wäre, denke ich mal, auch ein ganz guter Supersub. Auch wenn er nur zwei Sterne schwacher Fuß hat. Ich weiß, das ist immer bei vielen so ein Manko. Gerade sieht man es ja auch bei Adama Traoré. Aber ich denke trotz alledem, dass diese Karte sehr gute Chancen hätte. Machen wir weiter mit einem Spieler, der nennt sich, wo habe ich ihn? Da haben wir ihn. Wieder aus der englischen Liga. Linksverteidiger, ja, Chilwell. Ja, ist ein überragender Linksverteidiger, hat ja zwei Informs, 82er Rating und wenn mich nicht gar alles täuscht, hat er nicht sogar einen 84er Inform oder habe ich mich da getäuscht? Aber auf jeden Fall bei Leicester City spielt er eine überragende Saison. Mit Vardy wäre es dann der zweite Spieler von Leicester City. Ja gut, anscheinend hat er nur eine Special Card und von dem gibt es nicht mal viele auf dem Markt. Aber der zum Beispiel als 84er Headliner wäre auch sehr, sehr interessant. Machen wir weiter mit dem nächsten Außenverteidiger und zwar ist das der gute alte Hernandez. Ja, nicht Lucas Hernandez vom FC Bayern, sondern das müsste der Theo Hernandez sein, der ja auch schon einen 84er Inform hat. Genauso ein 81er Inform, sehr, sehr geile Karte. Könnte denn vielleicht... Ja, ein Future Star wird er nicht bekommen. Ich denke, dafür ist er schon ein Stück weit zu alt. Deswegen Headliner könnte es sehr, sehr gerne sein. Mit einem 86er Rating, 96 Tempo, ja, 81, 82 Def, 87 Physis, gute Passwerte, gute Dribblingwerte, wäre eine Option. Gerade als Franzose sehr, sehr beliebt und würde vielleicht auch Mondi auf der linken Seite vielleicht ablösen, wenn man da die passenden Links hat. Genauso ein POTM hat auch schon bekommen, nicht Thiago, sondern Thiago Silva. Ja, auch er hat einen 89er POTM bekommen, hat auch schon einen Inform, ja, wissen wir ja auch, hat eine 88er Nominee-Karte plus eine 88er Inform, vielleicht eine 89er Headliner-Karte, spielt ja keine so schlechte Saison bei Paris, wäre eine Möglichkeit, die man mitnehmen könnte, ja, ist nun mal die Nummer, die ich jetzt noch gewählt habe und nicht zu vergessen, genauso Keylor Navas, also bei, wenn man dann mal guckt, was der so für Paraden raushaut bei PSG, das ist schon richtig, richtig stark. Auch er zwei Informs, 90er Headliner, wieso denn nicht? Ja, würde ich jetzt zumindest mal sagen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Spieler wären denn für euch noch interessant? Ja, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Kommen wir jetzt zur Community-Frage und diese Frage kann ich mir gut vorstellen, dass die vielleicht für viele interessant ist, weil auch viele die auch gefragt haben. Beispiel, wer es jetzt geschickt hat, ist Daniel V-CLGN. Grüße gehen natürlich an dich raus. Vielen, vielen Dank für deine Frage. Und zwar geht es darum, seine Frage ist, er hat sehr, sehr viele Coins in SBCs gesteckt, hat jetzt nicht mehr so viele Coins und da haben sehr, sehr viele geschrieben, wie kann man mit leichten oder geringem Budget am besten wieder Coins bekommen. Und das ist so eine Sache, die sehr, sehr oft gefragt wurde, obwohl es dazu wahrscheinlich extrem viele Videos gibt, wie man Coins machen kann. Aber ich kann euch noch mal eins sagen, was man machen kann. Als allererstes ist es natürlich klar, man kann reingehen ins UV. Ja, ich denke mal, das ist relativ simpel. UV gehalten kann man natürlich mit Special-Karten machen, kann man mit 83ern, 84ern machen. Aber man kann es auch mit Karten machen, die nicht so teuer sind. Und zwar gehören dazu natürlich die Non-Rare-Karten. Und was ihr dafür machen könnt, ist erstens 100 verschiedene Spieler zu benutzen, jede Stunde draufzustellen und Spieler zu wählen, die nicht teuer sind. Was macht ihr dafür? Geht zum Beispiel in die Premier League und guckt als allererstes nach Spielern, die eine gute Nation haben. Ja, gute Liga habt ihr ja sozusagen schon eingestellt. Und nicht zu vergessen, ein relativ hohes Rating und nicht zu vergessen, eine perfekte Position. Denn wir wissen genau, viele Events bedeutet natürlich auch, es kommen viele Challenges, die relativ günstig sind, die ihr
die verschiedene Anforderungen haben und die auch viele Non-Rares beinhalten, wo man eben Non-Rares abgeben kann. Und diese können steigen. Je besser eure UV-Liste ist, desto mehr kann es sein, dass natürlich, wenn eine bestimmte Challenge kommt, eine Tageschallenge, Top-Partien, Top-Momente, was auch immer, dass es da richtig rappeln kann. Und das ist die einzige, was ich als allererstes machen würde. CDB zum Beispiel, 77er Franzose, könnt ihr einkaufen. Ich würde maximal für diese Karten 600, 700 Münzen ausgeben, maximal, wenn nicht sogar nur maximal 500 Münzen. Sie sollten ganz gute Werte haben, sie sollten Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger sein und Außenspieler. Das würde ich auf jeden Fall befolgen, mehr würde ich persönlich nicht machen. Gute Nation, gute Liga, maximal 500, 600 Münzen ausgeben, mit vielleicht gar nicht mal so schlechten Werten. Und was macht ihr mit denen? Ihr kauft die euch auf ganz entspannt und dann stellt ihr es ja einfach überteuert drauf. Heißt sozusagen, ihr kauft jetzt den Delph für 600, hättet ihr ihn für 600 bekommen, stellt ihr ihn erstmal drauf für 900, 950. Das macht ihr mit extrem vielen verschiedenen Spielern. Macht das mit 100 verschiedenen Spielern beziehungsweise 95, damit ihr noch 5 Plätze frei habt. Und damit macht ihr eigentlich schon mal die ersten richtigen Münzen wieder, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, ordentlich Coins zu machen. Ja, das ist der erste Weg, wo ihr wirklich sagt, hey, das geht schon klar, damit kann man ein paar Münzen machen und danach könnt ihr natürlich das überteuert verkaufen erweitern, indem ihr sagt, wenn ich jetzt einen 77er verkaufe, kaufe ich mir einen 78er. Wenn dann irgendwann ein 81er verkauft wird, gehe ich hoch auf einen 82er und immer so weiter. Das könnt ihr auf jeden Fall machen und so kommt ihr eigentlich als allererstes meiner Meinung nach am besten zu wirklich Coins. Ja, es ist für viele Leute mittlerweile selbstverständlich und sehr, sehr viele wissen das auch. Aber dadurch, dass so viele halt einfach gefragt haben, wie sieht's denn aus, wie kann man es denn machen, wollte ich einfach den Tipp nochmal mitgeben. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist natürlich klar, ihr geht auf Foodbin, was ihr guckt dann einfach, wie sieht's denn aus mit SBCs, die sich lohnen. Da gibt es ja so eine bestimmte Seite und dann geht ihr einfach mal drauf auf Spieler bzw. Ligen und nehmt einfach mal diese SBCs mit, wo man sagt, man gibt 5k aus, bekommt zum Beispiel ein 15k. Pack und so weiter, wo man wirklich sagt, man kann damit Gewinn machen. Des Weiteren, Liga-Nation-Hybrid, Hybrid-Nation, Hybrid-Liga-Nation-Ziel sollte, denke ich mal, jedem klar sein. Ja, ich habe die immer noch nicht gemacht. Ich bin einfach absolut zu faul. Und selbst bei Spielen bzw. bei SBCs, wo ihr sagt, die gerade live sind, zum Beispiel Top-Partien, guckt doch einfach nach, am besten, wo man sagt, ja, Top-Partien, gehen wir rein, wo gibt es denn ein gutes Pack, Jumbo-Gold-Pack, Jumbo-Premium-Gold-Set, wenn die 4k kostet, nehmt die mit, es ist ein 15k-Pack, die 4k werdet ihr, denke ich mal, rausholen, ja, auch hier AS Rom Lazio muss man schauen, aber gerade hier gibt es ein 25k-Pack, ich glaube, die Bayern-Spiele sind sehr, sehr teuer, das könnt ihr natürlich auch machen, aber wird natürlich teurer. Was ihr auch machen könnt, noch ein anderer Tipp, und zwar versucht jeden Tag, wenn eine SBC rauskommt, eine tägliche SBC rauskommt, geht auf eure Spieler, die ihr einfach habt. Am besten geht ihr hier auf Filter, niedrig bis hoch, geht dann auf Qualität, zum Beispiel Gold, und guckt jeden einzelnen Spieler Tag für Tag durch, was ist er denn gerade wert? Ja, weil ihr kriegt oder ihr habt in eurem Verein Non-Rares, wo ihr gar nicht wisst, dass die wirklich für 800, 900, 1000 Münzen gehen. Und dann merkt ihr auch, oder dann kriegt ihr auch mit, welche Non-Rares werden denn oft in SBCs verbaut. Heißt sozusagen, wir haben jetzt einen Spieler, ich muss einfach weiter scrollen, weil ich habe sehr, sehr viele Non-Rares und sehr, sehr viele untradable Non-Rares. Wir gehen einfach mal weiter. Genau, wir gehen jetzt mal auf Kamara 10a. Den haben wir für 550 übrigens gekauft. Der geht gerade durch eine SBC auf 1200. Ist nun ein absolutes Fallbeispiel. Kann natürlich sein, dass es eine andere Karte ist. Es muss nicht diese Karte sein. Ihr seht aber, der ist 1400 Münzen wert. Guckt nach den Anforderungen und seht, ah, das und das wurde gefordert. Heißt, diese Karte wird sehr, sehr gerne mal in SBCs eingebaut. Was macht ihr dadurch? Ihr verkauft erstmal euren, schreibt ihn am besten auf irgendeine Liste drauf und guckt diese Spieler, die ihr auf einer Liste habt, jeden Tag nach. Und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo ihr sagt, ah, dieser Spieler kostet jetzt nicht mehr 1400 Münzen, sondern kostet wieder 500 Münzen, kauft ihr euch ein. Nehmt den mit, beziehungsweise macht gerne die Beobachtungsliste voll. Aber je größer eure Liste ist, desto mehr Spieler ihr habt, wo ihr wisst, die werden öfters in SBCs verbraucht. Verpackt bzw. auch abgegeben, die können steigen, desto besser und viel, viel besser wird eure Non-Rare überteuert verkaufen Liste, denn wenn ihr SBC kommt, habt ihr dann 100 Spieler drauf, die auf jeden Fall in SBCs irgendwann verbaut werden, und wenn ihr Glück habt, werden die gerade verbaut, steigen vom Preis her und ihr macht im Endeffekt pro Stunde 10, 20 Verkäufe, ja.
wäre eine Möglichkeit. So kommt man, denke ich mal, am schnellsten, am einfachsten erstmal wieder an Coins. Des Weiteren, ihr könnt natürlich grinden, gar keine Frage. Und meinetwegen auch gerne hier irgendwas abschließen, Sachen abschließen, wo ihr sagt, da kriegt man Packs, damit kann man wieder untradable oder hat man wieder untradables, damit kann man wieder SBCs machen und so weiter und so fort. Beziehungsweise, was ihr auch machen könnt, wenn ihr Bock drauf habt, Packs zu ziehen, Bronze-Pack-Methode. Geht immer. Kauft die euch für 400, lasst eure Spieler drinne, verkauft die Spieler, die nicht gebraucht werden, beziehungsweise wenn die teuer sind, verkauft sie auch, packt sie in Ligen-SBCs, grindet. Wäre auch eine Möglichkeit. Das soll es gewesen sein von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Vergesst nicht, abonniert mich unbedingt auf Instagram. Lasst gerne auch hier ein kostenloses Abo da. Es ist alles kostenloser Content. Er hilft euch, denke ich mal, schon weiter. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin damit raus. Euer Chris und ciao, ciao.